Nachdem Norbert Hering nun etwas ausgeführt hat zu dem Konzept des Overt Money Finance, das übrigens in sehr vielen Industrieländern heute weitere Kreise zieht, allerdings speziell in Deutschland auf ziemlichen Widerstand stößt, möchte ich im Weiteren zum Begriff des Vollgeldes und einer Vollgeldreform sprechen. Ich beginne damit, dass ich zunächst etwas zu diesem Begriff erläutere und im Anschluss daran in Ergänzung dessen, was Hering schon ausgeführt hat, zum Giralgeld-System noch das eine oder andere sagen möchte. Und sollte ich dazu kommen, auch noch etwas über die Wissenschaft, über die wirtschaftswissenschaftliche und paradigmatische Einordnung dieses Ansatzes darlegen. Was heißt Vollgeld? Vollgeld steht für die Abkürzung für vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel oder, wie die Juristen sagen, unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist die Definition, die ich einem schweizerischen Handbuch für Geld, Banken und Finanzwissenschaft entnommen habe. Vollgeld, der Begriff wird Ihnen nicht sehr geläufig sein, ist aber etwas Uraltes. Vollgeld hat es immer gegeben. Jede Münzwährung ist eine Vollgeldwährung gewesen, egal ob auf Basis von Silber, Gold oder nur Scheidemünzen. Das heutige Papiergeld der Zentralbanken ist Vollgeld, weil es gesetzliches Zahlungsmittel ist und auch die Zentralbankreserven, wie Hering sagte, aber das Bankengeld oder das Giralgeld, also Giralgeld, Guthaben und Girokonten, das ist kein Vollgeld. Vollgeldreform bedeutet, dass man das vom heutigen Giralgeld übergeht dazu, dass auch das unbare Geld auf den laufenden Konten zu Vollgeld wird. Aber nicht dadurch, dass praktisch den Banken nun hoheitliche Funktion zuerkannt wird, obwohl sie ja ohne dies sehr stark das monetäre System bestimmen, die Banken sehr viel stärker als die Zentralbank, sondern im Prinzip will eine Vollgeldreform das, was es bereits vor 100 bis 150 Jahren in Europa gegeben hat, nämlich den Übergang von privaten Banknoten, nicht, sogenannten Zetteln, von den Zettelbanken, der Übergang zu den heute vorhandenen Monopolen der Zentralbank auf Banknoten. Nur dass das heute eben, damals war es nötig, das mit dem Papiergeld zu machen, aus bestimmten Gründen, auf die ich gleich komme. Heute ist es nötig, das eben mit dem unbaren Geld zu machen, dem Kontogeld bzw. dem elektronischen Geld. Eine Vollgeldreform von daher hat drei Komponenten. Die erste erklärt eigentlich alles Weitere, das ist das, was ich gerade schon ausgeführt habe, nämlich die Ausdehnung des Münzmonopols des Finanzministeriums und des Banknotenmonopols der Zentralbanken, die Ausdehnung auf Kontogeld und elektronisches Geld. Und das beinhaltet im Gegenzug, so wie man im 19. Jahrhundert die privaten Banknoten im Laufe der Jahre ausgeschleust hat, die Giralgelderzeugung der Banken zu beenden und im Gegenzug unbares Vollgeld der Zentralbank an die Stelle zu setzen. Das beinhaltet, dass solche Vollgeldkonten können nicht mehr Bestandteil der Bankbilanz sein. Es können keine Verbindlichkeiten der Banken mehr sein, sondern das muss Eigentum der Kunden sein, der Geldbesitzer, zurechenbares Eigentum. Deshalb ist auch die Kontenführung und die Bilanzierung so umzustellen, dass eben diese Posten eben nicht mehr Teil der Bankbilanz sind, sondern auf Geldkonten in eigenem Recht zirkulieren. Nur dadurch sind sie jederzeit und überall liquide Aktiva. Also Vollgeld, egal wo, apropos, wir haben über Bilanzierungsfragen gesprochen, schon bei der Zentralbank, bei den Banken und im Publikum, überall wird Vollgeld als liquides Aktivum erzeugt. Es ist niemals eine Verbindlichkeit und es zirkuliert auch nicht durch Übertragung von Verbindlichkeiten. Im Ergebnis dessen wird der Geldschöpfungsgewinn, der heute ein Zinsgewinn der Zentralbank und vergleichsweise sehr gering ist,
der wird in voller Höhe entstehen beim Gelderzeuger, das sollte die Zentralbank sein. Und dieser unbeeinträchtigte Geldgewinn kann dann den öffentlichen Kassen zugutekommen, sei es durch originäre Seniorage, durch schuldenfreie Umlaufbringung solchen Geldes über staatliche Ausgaben oder durch kurzfristige Umlaufbringung wie bisher des Geldes durch Zentralbankkredit an Banken sozusagen als Mittel einer fortlaufend justierenden Geldpolitik, und das erbringt dann auch Zinsseniorage. Das bedeutet übrigens, der erste Teil dieser dritten Aussage, das bedeutet nicht, dass die Zentralbank ihr geldpolitisches Mandat überschreitet und sich in die Fiskalpolitik begibt, sondern es geht darum, die Aufgabe der Zentralbank muss sein, über das Geld zu bestimmen, die richtige Geldmenge zu bestimmen, nicht über die Geldverwendung zu bestimmen, sondern über die Geldmenge. So, und soweit eben die Gelderzeugung, ob das nun praktisch hier, um an das Bild von Milton Friedman anzuknüpfen, nicht, ob das durch allgemeine Bürgerdividende in Umlauf gebracht wird, wie man das in Amerika im 18. Jahrhundert verbreitet getan hat, oder ob das durch Staatsausgaben in Umlauf kommt oder durch Kredit der Zentralbank an Banken. Solange das in den Korridor der erforderlichen Geldmengenbestimmung durch die Zentralbank liegt, wird damit nicht die monetäre Aufgabe der Zentralbank überschritten, und die Zentralbank wird dadurch nicht zum Bestandteil fiskalischer Funktionen, die in der Tat davon getrennt bleiben müssen und ausgeübt werden müssen. Was eine Vollgeldreform ermöglichen würde, ist, was heute vollkommen unmöglich ist unter den gegebenen Bedingungen, nämlich eine Geldmengenpolitik potenzialorientiert zu betreiben. Potenzialorientiert bedeutet eine Ausweitung der Geldmenge in etwa vorlaufend und fortlaufend justierend, in etwa gemäß dem Wachstumspotenzial der Wirtschaft bis zur Vollauslastung der Kapazitäten. Das muss ich übergehen. Das hier ist mir wichtig zu sagen. Das Geld, der Geldbegriff und das geldpolitische Konzept, das hinter einer solchen Auffassung steht, ist also das Konzept eines Quartalengeldsystems, das heißt eines Geldsystems, in dem der Staat die Geldhoheit hat, so wie er andere hoheitliche Rechte hat, und zu dieser vollständigen staatlichen Prärogative, die übrigens in der Tat Verfassungsrang hat, so wie auch das Recht des Monopol der Besteuerung oder das Gewaltmonopol oder die Rechtsprechung und andere derartige Rechte mehr. Diese monetäre Prärogative hat drei Komponenten. Das ist erstens die Währungshoheit, also die Bestimmung der nationalen Währung oder in der nationengemeinschaftlichen Währung als Bestimmung der Preis- und Recheneinheit, also ob man Euro, Dollar und so weiter hat. Was meistens vergessen oder unterschlagen wird, das ist zweitens und drittens, nämlich die Geldhoheit und die Seniorage. Die Geldhoheit, heute ist es de facto so, dass zwar noch 15, in Europa etwa 15-18% des Geldes als Bargeld über die Zentralbank in Umlauf kommt, aber die Zentralbank bestimmt das nicht, sondern die Initiative, die liegt voll und ganz bei den Banken. Das geht dann schon in den nächsten Teil. Und also diese Punkte 2 und 3, also alles umlaufende Geld würde Vollgeld, das ist der springende Punkt. Sie hätten kein gesplittetes Geldsystem mehr mit Quartalengeld und mit Bankengeld, nicht so. Das wollte ich gerade ausführen. Die Realität des heutigen Systems sieht so aus, dass die Banken, also international, nicht nur in einem Land, also im internationalen Verbund, die Banken bestimmen zu 100%, wie viel Geld vorhanden ist. Weil die Initiative, der erste Schritt, der proaktive Schritt liegt bei der Bank. Und die Bank bestimmt, ob sie Kredit ausstellt, ob sie Überziehungskredit zulässt,
ob sie primär Wertpapiere ankauft oder andere Sachwerte und Immobilien, die sie als Aktiva in ihrer Bilanz verbuchen kann. Immer dann erzeugen die Banken Chiralgeld und das ist immer der erste Schritt. Und im Nachgang, mit einer gewissen Zeit, wird das dann, muss das refinanziert werden in gewissem Umfang. Und die Zentralbanken müssen einfach refinanzieren. Nach meinen eigenen Ermittlungen haben die Zentralbanken das bereits Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zugestanden oder erkannt. Sie müssen immer refinanzieren, egal was geschieht. Warum? Weil, wenn sie es nicht tun, der Zahlungsverkehr ins Stocken gerät und mit dem Zahlungsverkehr die gesamte Wirtschaft ins Stocken geraten würde. Und das will keine Zentralbank auf sich nehmen. Deswegen wird immer refinanziert und die Geldmengenpolitik hat sich als Illusion erwiesen. Der Friedmannsche Monetarismus hat nicht funktioniert. Einfach weil wir ein Chiralgeldsystem haben, in dem die Banken die Führung ausüben und nicht die Zentralbank. Über die Zinspolitik würde ich gerne was ausführen, das kann ich aber nicht. Die Entwicklung ist so weit gegangen, dass die Banken heute im Euroraum nur noch 2,5% der Summen, die sie erzeugen, refinanzieren müssen, davon 1,4% Bargeld für die Geldautomaten, 0,1% als Überschussreserve für die Begleichung der Saldi im laufenden Zahlungsverkehr und 1% brachliegende Mindestreserve, von der ich bis heute nicht verstanden habe, wofür sie gut ist, weil die Reserve Position Doctrine, auf der sie beruht, ist praktisch gesehen, empirisch betrachtet, gegenstandslos. Sie hat keine Bedeutung, hat keinerlei Funktion in der Wirklichkeit der Prozesse. Diese Statistik hier, die möchte ich Ihnen ans Herz legen, die scheint mir sehr zentral. Und zwar betrifft das meine Grundkritik an, also das muss man so sagen, die von mir erneut formulierte, schon seit 200 Jahren immer wieder formulierte Kritik am Chiralgeldsystem, erstmal systematisch in der historischen British Currency School, dass eben, wann immer die Banken, der Bankensektor, muss ich sagen, in kollektiver Verflochtenheit die Kontrolle über die Geldmenge gewinnt, überschießend viel Geld erzeugt wird und dadurch bestimmte Asset-inflationäre und Krisenprozesse induziert werden. Und im Zeitraum bis 08, also bis Einsetzen der Krise auch in Europa, in den 15 Jahren davor hatten wir ein reales Wachstum von 23%, ein nominales von 51%. Aber das Geldmengenwachstum der realen Geldmenge um 1,99%. Was heißt das? Das heißt, dass ein Achtel des ganzen Geldmengenzuwachses ist in reales Wachstum gegangen, in reale Einkommen, in reale Produktivitätszuwächse. Ein weiteres Achtel ist in Verbraucherpreisinflation gegangen. Und der ganze Rest, grosso modo, etwas grob gesprochen, drei Viertel, ja, wo ist das hingegangen? Das ist in Assetinflation gegangen. In verschiedenster Form, in der Regel geht es in Immobilien und oder in Aktien, das sind die Hauptplätze hinzugekommen, ist dieses neue Tunnelfeld der Derivate, über die ja stets große Geldvolumen induziert werden. Das will ich Ihnen auch noch zeigen. Das ist der Kennwert, das Marshallian K. für Deutschland berechnet auf der Grundlage von M1 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt. Und das ist ein typisches Schaubild, sozusagen pars pro toto. Ich könnte Ihnen sicher 2 bis 3 Dutzend Schaubilder zeigen, mit verschiedenen Kenngrößen betreffend Geldvermögen, Finanzaktiver, Staatsverschuldung und so weiter und so weiter. Mit dem gleichen oder einem sehr ähnlichen Erscheinungsbild. Und den Take-off, den Sie hier sehen, ist nicht Verbraucherpreisinflation, die ist ja im nominalen Bild bereits enthalten. Das ist also Asset-Inflation. Und daraus folgen diese immer wieder, das erzeugt diese Krisen. Meine Beobachtung ist diese, also selbst wenn Sie heute Richtungen der Wirtschaftswissenschaft haben, die das Geldsystem zutreffend beschreiben, dazu gehören insbesondere bestimmte Richtungen des Post-Keynesianismus, der Socrates-Theorie und der Modern Money Theory. Die beschreiben, dass die Funktionsweise des Geldsystems weitgehend richtig und empirisch zutreffen. Aber die Analyse von Krisenursachen, die beschränkt sich immer auf die Finanzwirtschaft selbst, auf die Finanzmärkte. Es werden viele Gründe gefunden, die sind meines Erachtens auch alle zutreffend,
Aber die Analyse geht nie so weit, den Urgrund dieser Gründe sozusagen, die grundlegende Verursachung eben in der überschießenden Schiereigelderzeugung der Banken zu sehen, die wiederum, und hier haben wir das Problem, dass eben die meisten Leute sehen es nicht als ein Problem, die meisten Ökonomen betrachten das als ganz und gar funktional, aber in der Tradition der Currency School müssen wir das als Problem sehen, dass eben die Krediterzeugung, die Kreditierung durch die Banken mit der Gelderzeugung uno actu verknüpft ist, weil wir eine Identität von Geld und Kredit haben. Und eine Vollgeldreform in der Tradition, in einer modernisierten Currency School Tradition, ohne Goldbindung, aber mit dem Rest, die würde das separieren. Es wäre eine Form der Gewaltenteilung. Fürs Geld ist die Zentralbank zuständig und für die Finanzierung der Wirtschaft die Banken und andere Finanzinstitute. Aber es gäbe nicht mehr diese Dysfunktionen erzeugende Identität von Geld und Kredit. Hier habe ich Ihnen noch eine Reihe dieser Fehlfunktionen aufgeschrieben und im Vollzug einer Vollgeldreform würden eben diese Fehlfunktionen behoben und Sie hätten die Vorteile, die ich Ihnen hier aufgelistet habe. Jetzt muss ich zu Ende kommen. Vielen Dank. Ja. Ja, zwei Fragen können wir zulassen. Eine von Herrn Spahn. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, geht Ihr Vorschlag dahingehend, dass Sie das Liquiditätsproblem der Geschäftsbanken als Finanzintermediäre abschaffen, indem Sie praktisch das Giralgeld zum Vollgeld machen. Das ist natürlich irgendwie so eine romantische Hoffnung, zur Quantitätstheorie zurückzukehren. Aber wenn Sie sich die Geldgeschichte anschauen, haben wir immer gesehen, dass die Finanzintermediäre oder auch noch die Geldfunktion der Passiva der Finanzintermediäre endogen entstehen und damit auch die Zahlungsmitteleigenschaft der Verbindlichkeiten von Finanzintermediären im Markt endogen entsteht. Und die Frage ist, wie Sie das ausschalten wollen. Sie müssten gewissermaßen in die Vertragsfreiheit der Wirtschaftsobjekte eingreifen und irgendwie ausschließen, dass Leute kontrahieren, indem sie einfach die Zahlungsmitteleigenschaft von irgendwelchen Finanzintermediären akzeptieren. Wie machen Sie das? Also erstens muss in die Wirtschaftsfreiheit nicht insoweit nicht eingegriffen werden, weil wenn Sie sich als Wirtschaftsakteure gegenseitig einen Swing einräumen und ähnliche Dinge, das können Sie ruhig machen. Und wenn jemand Ihre Wechsel akzeptiert, dann ist das auch in Ordnung. Nicht? Der springende Punkt ist, dass solche Formen der Krediteinräumung, daraus werden niemals reguläre, allgemein zirkulierende Zahlungsmittel. Und das ist der springende Punkt. Es geht hier wirklich um das allgemein zirkulierende Geld. Und wissen Sie, dieser Sprachgebrauch, der auch ein postkeynesianischer ist, endogene von exogenem Geld zu unterscheiden, ich finde den in gewisser Weise richtig, aber ein bisschen mystifizierend. Weil worum es geht, ist, ob wir Bankengeld haben, das als endogen bezeichnet wird, oder Zentralbankgeld, das man als exogen bezeichnet. Das ist aber irreführend, weil Zentralbankgeld ist natürlich genauso endogen. Warum? Weil es reagiert auf die Geldnachfrage. Es ist ja nicht so, dass wir hier eine Geldzentralplanwirtschaft einrichten wollen, sondern das ist ja ein Prozess. Es gibt Geldangebot, Geldnachfrage und die verschiedenen Indikatoren wird indiziert, an den Zinsen können Sie viel erkennen und an anderen Dingen. Und dann muss eben mehr oder weniger Geld, dann muss mehr Geld gegeben werden oder mag vorübergehend Geld entzogen werden. Dafür hat die Zentralbank entsprechende Instrumente. Das Ganze ist aber nicht exogen im starken Sinn des Wortes, sondern das ist ja an der Finanzmärkte, insbesondere die Kapitalmärkte und die dort vorhandene Geldnachfrage angedockter Prozess. Deshalb ich diesen Sprachgebrauch nicht so gerne nachvollziehen möchte. Wir können leider keine Geldscheine abwerfen, keine Zeitscheine abwerfen. Das wäre ganz günstig. Vielleicht beendet mal jemand. Wie geht das ab? Ist an. Wunderbar, okay. Ja, zwei Fragen. Das eine ist in der Tat auch ähnlich wie Herr Spahn. Wie wollen Sie das Geldmonopol durchsetzen? In der Zeit von international konvertierbarem elektronischem Geld stelle ich mir das schwieriger vor denn je.
Theoretisch würde das Ganze funktionieren, aber Sie müssen Annahmen treffen, wie eben zum Beispiel die Möglichkeit, das Monopol durchzusetzen, die ich für unrealistisch halte. Das Zweite betrifft die Seniorage-Einnahmen. Sie wollen das Geld durch Staatskäufe in Umlauf bringen. Dadurch wird das Geldumlauf nicht mehr durch Aktiva in der Zentralbankbilanz gedeckt, sondern es ist ein ungedecktes Geld. Und Sie aktivieren praktisch die gesamten künftigen Seniorage-Einnahmen, die wir im jetzigen System durch Zinseinnahmen haben, die aktivieren Sie sofort, indem Sie den Barwert realisieren. Problem ist bloß, da das Geld nicht mehr gedeckt ist durch irgendwelche realen oder Fremdwährungsreserven, wie jetzt, nicht Steuereinnahmen künftige oder eben Fremdwährungsreserven, dadurch haben Sie keine reale Deckung mehr und Geld wird nur, der reale Wert des Geldes wird nur noch durch das Vertrauen in diesen realen Wert gestützt. Und das kann natürlich jeder sagen. Jetzt haben Sie gleich 3 oder 4 sehr komplexe Fragen auf einmal. Also was den Wert des Geldes betrifft, modernes Geld ist grundsätzlich ungedeckt, alles andere sind Illusionen. Das hat man auch schon vor 200 Jahren diskutiert. Da hat die Banking-Theorie-Seite hat gesagt, wir brauchen real bills, das ist das, was die Deckung nennen. Dem hat die Currency-Schule entgegengesetzt, die real bills fallacy, praktisch belegt, dass das in, also modernes Geld ist reines Fiat Money, ist reines Zeichengeld, das von einer bestimmten Stelle dazu autorisiert ist. Die Deckung des Geldes liegt in der realen Produktivität. Der Wert des Geldes ist seine Kaufkraft und der Wert des Geldes ist alles das, was Sie für Geld kaufen können. Das ist der springende Punkt. Ne? Ansonsten geht es, was Sie sagten, die Durchführung, das ist aus meiner Sicht, das ist ein politisches und ein wissenschaftliches Problem, beides zusammen. Ein praktisches Problem ist es nicht, weil die Zahlungsverkehr und Verrechnungssysteme, die wir haben, denen ist es egal, woher die Einheiten kommen, die dort eingespeist werden. Ob sie da Chiralgeld einspeisen oder Vollgeld oder sonst was, ist den Systemen egal. Aber das Problem ist politischer und wissenschaftlicher Natur. Ich würde umgekehrt sagen, erstmal wissenschaftlicher Natur. Und, ja, also, danke vielmals.